Bleib da! Ich will so gern dein Freund sein! Freundchen, bleib. Hallo! Ich tu dir nichts! Ich ramm dir nur Blei in den Kopf! Oder in den Rücken. Das geht auch. So. Yay! Nice, neuer Holster. Ein neuer Holster. Da ist eine Sperrzone. Okay. Bräuchte noch etwas Krokodilleder. Jaguarpelz, Knochen, das weiß nein. Wildschweinhaut. Hammerhai, Hutia, Kaninchen. Euer Ernst? Gott. Schwertbar, Bullenhai, Kapuziner, Affen, Panther, Krokodilleder. Das heißt. Achso. Wurfpfeil. Okay, das heißt, es kann warten. Okay, Pistolen, Holster. Geil. Das kann ich eine zusätzliche Kanone mitbetragen. In der Brust. Hallo? Aha. Assassin's Creed in der neuen Ego-Perspektive. Sieht spannend aus. Aber was mich interessieren würde, warum ist hier ein Sperrgebiet? Ist hier irgendetwas los? Warum hier ein Sperrgebiet ist ohne Wachen? Krass. Da komme ich hoch. Ein Sperrgebiet ohne Wachen. Das hat es auch total gebracht. Ach, kacke. Ich höre euch doch. So. Da. Gut. Das wäre, glaube ich, die 11. Das heißt, 11 Truhen noch. Die Hälfte haben wir doch geschafft. Die goldene Mitte. Golden Middle. Nein. Nein. Man hört, glaube ich, dass mein Englisch miserabel ist. Was haben wir hier? Man nennt mich Warzenschwein! Ist das ein Warzenschwein? Tatsache. Ei, Shanti. Du stottern. Und gleich mal ein Animus-Fragment auch noch eingesetzt. Nein! Komm schon, geh da durch. Es wartet nur darauf, dass wir es einsammeln. Nein! Och, Manno. Es wartet nur darauf, dass wir es einsammeln. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss das Geräusch gleich mal, wenn ich das fertig aufgenommen habe, in Vegas, runterdrehen. Naja, egal. Ich laufe jetzt einfach mal irgendwas rein. Weil ich darf es mir erlauben, ich bin neu. Ich bin neu hier, weißt du? Da. Jo. Da haben wir den nächsten Aussichtspunkt. Ich glaube, das war der letzte. Nee, glaube nicht. Da fehlt, glaube ich. Einer kommt noch, stimmt, einer. Ich bin am Rande der Stadt. Ah, Shanti ist wieder da. Die Truhe da hinten habe ich doch schon. Ach so, andere Truhe, okay. Shanti, das sind Wildschweine. Sind da noch andere Tiere? Nö, glaub nicht, nur Krokodile. So, ich hab... Habe ich das Manuskript nicht? Ach komm ey. Ich würde auf jeden Fall das Shanti da hinten holen. Ich glaube, ich sollte erstmal in das Wasser da sprengen, dass mir nichts passiert. Weil es kann sein, dass ich daran verrecken werde. Elendig verrecken. Aber egal. Das ist da hinten irgendwo. Auf jeden Fall bin ich hier runtergesprungen. Hallo? Hä? Was war das jetzt? Bin hier, dann da, da. Und da. Dann da.
Da ist es. Toll, Edward. Na komm, das schaffen wir doch diesmal. Satz mit X, das war wohl nix. Ach, Manno. Ja, danke, das weiß ich auch. Hä, sag mal, das kann doch nicht sein, dass es zweimal hintereinander nicht klappt mit dem Shanti. Mein Gott. Alligator. Nein. Nicht da lang. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich... Geh da hoch. Da hinten? Ach du Scheiße, wie komme ich denn hier hin? Oh Gott. Wie bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Lalalala. So, jetzt heißt es warten. Na, was habt ihr heute so Schönes gemacht? Was, ihr wart arbeiten? Ich war bei meiner Freundin. Ha! Da ist es! Toll, und das merkt unsere Anwesenheit, bemerkt unsere Anwesenheit schon nach 20 Jahren und fliegt 20 Jahre, bevor wir überhaupt reagieren können, los. Toll. Ich erschieße mich gleich selber. Muss ich ehrlich mal sagen, ich erschieße mich gleich selber. Weißt du was? Ich nehme jetzt die zwei Truhen. Was ist das? Kaninchen. Okay. Das heißt, ich werde gleich Kaninchenbraten essen. Nein. Alle Vegetarier, Veganer da draußen, es tut mir leid, aber ich brauche halt die Kaninchen für meine Beutel? Waren's Beutel? Ja, es waren Beutel. Rauchbombenbeutel, um genau zu sein. Ui, Pfeilbeutel. Cool. Zwei Kaninchen. Kaninchen, ne? Ganz langsam. Wo auch immer welche sein sollten. Ich sehe keine. Ich sehe da Warzenschwein. Man nennt mich Warzenschwein. Aber ein Kaninchen? Fehlanzeige, nirgends. Toll. Das sind Warzenschweine. Was macht eigentlich diese Geräusche hier? Hier ist. Was gibt's denn du von mir? Ein Kurier! Lauf nicht weg! Aus dir kann ich. Dieser Mann! Er ist Pirat! Er ist. Was? Was? Hä? Die Kaninchen sind weg. Kaninchen! Die sind weg, ne? Toll. Oh Gott. Sehr nice abgerollt. So. Shanti. Weißt du was? Ganz einfach. Ich sehe dich. Bam! So macht man das. So. Jetzt habe ich da hinten eine Truhe und dann oben an diesem Strand hier eine Truhe. Da ist auch eine Truhe. Hä? Auf einem Schiff? Okay, habe ich auch noch nicht erlebt. Ach du Scheiße, wir müssen in die Festung rein. Juckt. Was? Auf einem Schiff. Na toll. Egal. Ganz ehrlich, egal. Machen wir einfach. Truhe. Aha. Liefer, Johnny, liefer.
Oh, ist auch ein cooles Lied. Ach ja, so viel zum Thema. Ich versuche nicht mehr meinen württembergischen Akzent, Dialekt, was weiß ich was, zu besitzen oder nicht mehr so zu reden. Ich versuche lieber Hochdeutsch zu reden. Ganz ehrlich, mir ist das gerade sowas und egal. Na, ganz ehrlich, wer mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, der kann... Na, okay, der kann eigentlich hier bleiben. Es sei denn, der mag mich nicht oder tut nur haten. Hater brauche ich nicht. Oh ja, ich habe auch den letzten ganz speziellen Fall von YouTuber entdeckt. Dieses Phänomen nennt sich, so leid es mir tut, dass ich euch diesen Namen jetzt verraten muss und vielleicht vielleicht auch eure Ohren zum Bluten bringen muss. Dieser Name lautet Tanzverbot. Es ist ein Phänomen, das mir die schlechte Laune nimmt, ehrlich zu sein. Und es ist auch nur, naja, ich will es nicht sagen. Ach du Scheiß, 1, 2, 3. Was? Wie viel sind denn das? Krass. Krasser Scheiß. Nee, ich will gar nicht mehr drüber drauf eingehen, auf diesen Namen Tanzverbot. Einfach nicht mal weiter drauf eingehen. Was mich relativ gerade interessiert, was passiert, wenn ich mit der Checkdoor versuche, von Nassau wegzusegeln? Ob das einfach so möglich ist oder ob es da Probleme gibt? Okay. Dachte ich, dass da Engländer oder Spanier drauf sind. Aber wohl eher nicht. Naja. So. Gehen wir die Takelage. Da ist nämlich, wartet nämlich ein Animus-Fragment auf uns. Was das eigentlich bringt, das ist mir auch ein Rätsel, was die Animus-Fragmente im Ganzen bringen. Aber, ganz ehrlich, das finden wir schon noch raus. Noch weiter hoch. Und ich werde es auch so machen, ich werde zwar die Städte, wie ich da die Animus-Fragmente sammle, werde ich zwar aufnehmen, aber die unkartierten, diese kleinen Inseln und was weiß ich was, die werde ich alle offscreen machen. Weil das dauert so lange, das will ich nicht alles unnötig in die Länge ziehen. Deswegen mache ich es einfach in offscreen. Wow. Wow. Sieht auch nice aus. Aus einer Höhe von 45 Metern ins Wasser springen. Abstergeherausforderung beendet. Yay! Haha! Yay. So, da hinten ist die Mission. Die mache ich noch nicht. Die will ich noch nicht machen. Ich will erst Nassau komplett haben. Aber ich glaube, bevor ich das mache, muss ich ja noch aufs Klo. Aber ich kann mich zusammenreißen. Ah, Nase juckt. So. Das. Da ist die Truhe. Okay, am Beutel. So. Ich bräuchte den Aussichtspunkt hier, aber ich glaube, dann mache ich die Assassinen. Nicht Assassinenauftrag. Die Templerjagd weiter. Weil der. Weißt du was, da gehe ich jetzt direkt hin. Ja, dann müsste ich extra noch in diese Festung hier rein und da habe ich jetzt nicht den Nerv dafür, noch in die Festung reinzugehen. Es reicht, wenn ich bei der Templerjagd Gegner en masse habe. Deswegen einfach mal darauf gehen. So. Da haben wir unseren Abten. Mission starten. Ihr seht besser aus als letztes Mal. Als ich nüchtern wurde, sah ich die Dinge etwas klarer.
Ying hat meinen Bruder verführt. Sie muss sterben. Doch auch Vance hat mich betrogen. Als Assassine muss sein Verrat mit dem Tod bestraft werden. Wie auch immer, einer von ihnen hat den Schlüssel. Ihr seid offenbar verzweifelt. Lasst mich das erledigen. Ich sage euch, wo ihr sie findet. Naja, warum sie sterben muss, ist, glaube ich, klar, weil sie ist ja eine Assassine. Eine Assassine. Eine Templerin. Und er hat seinem Assassinenbruder den Tod geschworen. Was ihn zu einem, ja, sagen wir fast Templer macht. Wissen die jetzt hin? Fast Templer macht. Und ich würde sagen, wir bestrafen ihn damit mit dem Tode. Er wird zu Tode verurteilt. Bloß dazu muss man ihn erstmal finden und seine Ying Yang Xing Shang Chong. Nein, das wäre. Boah, das wäre schon ein geiles DLC, wenn man in asiatische Gewässer rein könnte. Oh, was soll das? Ah, Fässer. Muss ich nachher mal gucken, ob es das so ein DLC gibt. Ich weiß, dass es mit Ale Wolle DLC gibt. Schrei nach Freiheit heißt das DLC, glaube ich. Und oh. Und ich weiß nicht, ob ich das zocken werde. Auf jeden Fall, ich werde es privat zocken, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich es in einem Let's Play spielen will. Ihr müsst einfach mir sagen, ob ihr das sehen wollt. Ich habe auch schon Kritik gesehen. Assassin's Creed ausgelutscht, will man nicht mehr sehen. Man will lieber andere Spiele sehen, aktuellere Spiele. Das spiele ich jetzt nicht runter. So. Aktuellere Spiele wie Uncharted 4, glaube ich, ist jetzt gerade rausgekommen. Oder. Wow. Ich würde hier weggehen. Ich würde schauen, dass ich das zweite finde. Ja. So, ich glaube, der Lappen hier ist auf uns Aufmerksamkeit geworden. Zack. Verräter! Ihr müsst es ja wissen. Hat da nicht irgendwie die Tonspur noch gefehlt? Ying Lang, so wahr ich hier stehe. Ich hab ihn vor euch abgeraten. Ihr Verräter! Ich werde nicht dasselbe erleiden. Doch wirst du. Sag ich doch. Komisch. Die Piratenkönigin Ying Lang stirbt für eine gefälschte Karte. Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja, ich stahl die Hechte. Beide Hälften. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Entschuldigung, aber ich muss jetzt mal was gucken. Okay, funktioniert noch. Ich dachte gerade so, weil mein Aufnahmeprogramm vom Ton nicht auf dem rechten Bildschirm ist, nimmt es meinen Ton nicht auf. Aber es klappt. Tut mir leid für diesen kurzen Cut. Okay, kein Cut, sondern einfach das Standbild. ich bin anonym. Hier ist niemand. Hier war niemand. Hier ist niemand. Ich bin anonym. Hm. So. Es hat niemand interessiert, dass ich eine Templerin und einen Assassinenverräter getötet habe. Das hat niemanden interessiert. Warum sollte ich verfolgt werden? Naja, anonym bin ich, deswegen fliehe ich jetzt einfach mal aus dem Gebiet. Was haben wir da? Ach, ein Lagerfeuer, okay. Da ist diese Villa.
Wenn die gehört, ist mir auch ein Rätsel. Mission beendet, Königin der Piraten, König der Narren. Ach ja, wir haben unseren zweiten Schlüssel. Notenblätter habe ich alle. Wir haben unseren zweiten Schlüssel. Truhe. Manuskript. Truhe. Animus Fragment. Ja, ich glaube, ich mache eine Schnellreise, die nicht geht. Warum auch immer. Warum geht die jetzt? Wieso ging die jetzt nicht? Geht die jetzt? Nein, da nicht hin. Wenn's klappt. Hä? Leute? Ich bin nicht in einer Mission. Ich bin nicht gesucht. Gehen wir einfach nach hier rein. Nö. Nö. Was passiert, wenn ich den beiden begegne? Die drehen sich natürlich um. So, wer ist das? Kennen wir nicht. Tschüssi. Das sind Pulverfässer, die will ich lieber nicht hochjagen. Ah, da gehe ich nicht hoch. Weil sonst greifen die mich auf jeden Fall an. Ich muss Wachen hier unten finden. Die umgehen mich. Und schocken mich. Hallo, was bin ich? Ping-Pong-Ball oder was? Stunster. Was? Ihr habt mich rumgeschockt. Was ist los mit euch? Wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr getötet werdet von mir. Weil ich lasse mich garantiert nicht töten. Das war ein Doppelattentat. Das hättet ihr nicht herausfordern sollen. Seid ihr selber schuld. Wäre es jetzt möglich, eine Schnellreise zu machen? Nein. Ach Mann, was ist denn los? Oh, das regt mich jetzt auf, dass ich das nicht sehe. Moment, ich muss das kurz mal rüberziehen. Weil es ist ein bisschen komisch.